So, ihr Freunde der Südsee, bevor es jetzt mit One Piece Pirate Warriors weitergeht, ja, muss ich mich einmal nochmal ganz kurz abreagieren. Ich sag's euch, ich kann es nicht glauben. Wir dachten, die Menschheit wäre sicher, ja, wir dachten, wir hätten es schon für dieses Jahr überstanden und sie wären schon weg. Aber wenn wir eins nicht sind, dann sind wir nicht sicher. Verdammt nochmal, das sind wir. Wir sind nicht sicher und wir sind nicht allein. Sie sind noch immer unter uns. Die Mücken. Der größte Feind der Menschheit, die Mücken, sie sind noch immer unter uns. Ich bin von oben bis unten zugestochen. Hier ist irgendwo in meiner Einrichtung, in meinen Wohnräumlichkeiten, was auch immer, eine Mücke. In irgendeiner Ecke hat die sich verschanzt. Ich weiß nicht wo. Ich werde sie finden. Okay, Leute. Einmal kurz abreagieren, runterkommen und Intro. Los geht's. Ja, diese doofe Mücke, Ruffy, leg mal los hier zum Hauptblock. Diese doofe Mücke, die wird wahrscheinlich seit 3 Jahren in irgendeiner Ecke meiner Einrichtung hier hausen, wo ich seit 3 Jahren nicht geputzt habe. Davon gibt es ja einige Ecken und ja, also ich habe überall viele, viele Mückenstiche und ich finde das echt nicht cool und sie jucken und es ist nervend und ey, es ist nicht mehr schön. Auf jeden Fall, wir haben 2 Jahre später schon längst abgeschlossen auf dem Sauber Orbital. Von Orange haben wir schon Buggy den Clown erledigt. Den Piratenflottenadmiral Don Creek haben wir aus dem Baratier verbannt. Der hat da jetzt Einlassverbot, der darf dann nicht mehr essen. Auf Kokos hatten wir es mit der Monster von der Grand Line zu tun, nämlich Arlong, dem Kapitän der Arlong Piraten. Böser Zeitgenosse, aber dem haben wir ja die Nase ein bisschen verkrümmt und verschönert. Und auch Kokos darf sich jetzt wieder als befreit ansehen. Das Königreich Drum. Sehr, sehr kalt und sehr wenig Personen und trotzdem nicht vergessen. Ja, da durfte Ruffy dem ollen Metallmaul richtig einen reinpassen, der sich für den großen König hielt. Ja, aber der wurde dann auch sehr, sehr schnell kaputt gehauen. Und nochmal Königreich Drum. Der Bosskampf gegen das olle Metallmaul. Natürlich Totenkopf, Knochen und Kirschbluten. Das alles im dieses Abenteuer im Land ohne Namen. Und jetzt geht es natürlich weiter ins nächste Kapitel, nämlich in das Königreich Alabaster. Obwohl ich immer dachte, es heißt Alabastia, ja, aber es heißt wirklich Alabaster. Und zwar sind wir jetzt in der Stadt der Träume, nämlich Rainbase. Ab geht's, rein in die Episode. Und das ist natürlich das Heimatland, das Heimatkönigreich von unserer neuen Kameradin Vivi. で、その後、いよいよアラバスタに上陸したってわけだ。そういや、上陸する前にお前らなんか不気味なもん釣り上げたんじゃなかったか?ボンちゃんだな。あの変態野郎が。変態だと?そいつは聞き捨てならねえな。Naja, Freak ist komisch formuliert, eigentlich mehr Tuntenschwan. Transenfrucht. Ernsthaft, Leute? Das ist so schlecht. あの、もう別れの時間?残念ね。悲しむんじゃないわよ。旅に別れは付きもの。でも、これだけは忘れないで。友情ってやつは、付き合った時間とは関係なし。また会おうべ!うわー!さあ、行くのよ、お前たちん! Mr. 2 Bonkure-sama! Mr. 2? あいつが、Mr. 2 Bonkure。
みたいなやつを取り逃がしちまったな。今あいつに会えたことをラッキーだと考えるべきだ。対策が打てるだろ。 とにかくしっかり締めとけ。今回の相手は謎が多すぎる。なるほど。これを確認すれば仲間を疑わずに済むわね。よし。とにかく、これから何が起こっても左腕のこれが。Was dies hier am linken Arm ist? Das werden wir, glaube ich, auch noch herausfinden, denke ich jedenfalls. Und was es mit der Bezeichnung Mr. 2 auf sich hat, auch das werden wir noch lernen. バロックワークスによる王国乗っ取り計画は大詰めを迎え。バロックワークスを操る男、クロコダイルのアジトでは、主要エージェントが顔を揃え、最後の指令を受けていた。しかし一人だけ指令を受けられなかった者がいた。 ミスター3を名乗るその男は、体から絞り出すローを好きな形に固められるドルドルの実の能力者。この男は事前にビビとムギワラの一味の抹殺を命じられていたが失敗し、クロコダイルの怒りを買って生死不明の状態に追い込まれたのだった。一方、反乱を止めるためアラバスタに上陸したムギワラの一味は猛然とクロコダイルのアジトに乗り込んだが、 敵の罠に陥り、ルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップが檻に入れられてしまう。間もなくして、バロックワークスの副社長、ミス・オールサンデーによってアジトに連行されてきたビビは、ルフィたちを助けようと奮闘するが、クロコダイルの砂砂の能力の前には、なすすべがなかった。ルフィたちが入れられた檻は、悪魔の実の能力を奪う回廊石でできている上、 徐々に海水が入ってきて、ルフィは力を出せない。檻の鍵もなく、途方に暮れるビビ。その時、ミス・オールサンデーが持つ電電虫の呼び出し音が鳴る。聞こえてきたのは、謎の男の声だった。Ja, okay, Story soweit, glaube ich, halbwegs verstanden. Also Mr. 3 hat schon ein Attentat versucht, dabei aber kläglich gescheitert. Und jetzt sind wir gefangen. こちらクソレストラン。てめえ、一体何者だ？俺か？俺はミスター・プリンス。捕らえました。この妙な男をどうしましょう？サンジさん、そんな。Der wurde nicht gefangen. そこは どこだ？場所を言え。 レインディナーズというカジノの正面ゲートです。サンジ！ガキャン。こりゃいい。行くぞ。店の正面ゲートだ。もう少しだけ我慢してて、必ず助けを呼んでくるから。私は絶対にみんなを見捨てたりしない。 全部作戦通り。サンジさん。場所を教えてくれるかい、プリンセス。Ein Fuchs hat sie einfach mal weggetäuscht mit irgendwelchen armen Bauern. Na gut. やろう、どこへ来やがった。ミスター・プリンス。必ず見つけてぶち殺してやるぜ。 Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Sehr geil. Los, Mataka. Vor allem Prinz. Ey, mein Prinz. No, Mann. Natürlich. Gute Antwort auf jeden Fall. Sehr, sehr lustige Antwort. Und Mr. 3 probiert es also nochmal.
Besiege Mr. 3. So, warte mal. Ah, ich glaube, Sanji kennt tatsächlich Mr. 3 noch gar nicht. Haben wir es jetzt bald mal? Ja, was ist jetzt für ein Knie? Was kann ich denn dafür? Bam! Okay, der Dreieckangriff wirkt da. Wirkt ja schon ziemlich geil. Und jetzt gibt's mal richtig eins aufs Fressbrett. Ist der ausgewichen? Nee, doch nicht. Hä? Lol. Boah, ja, überall Bomben. Oh, es kommt schon. Nochmal hier den drehen. Oh, Alter, raus hier. Immer schön raufhauen. Ja, ist ja gut. Nein, ihr trinkt, ihr werdet nicht ertrinken. Zack, weg. Eine Münze habe ich auch noch erhalten, damit war es mit Mr. 3, der ist erledigt. Wunderbar, gar kein Problem hier. Eine Güte. Ja, und der kann mit seinen Wachsfingern jetzt quasi einen Schlüssel formen, der die Tür aufmacht. Ganz simpel also. Toll. Ja, Mr. 3. Und Miss All Sunday ist Nico Robin, auch eine sehr, sehr One Piece bekannte Person. Warum werde ich die auch gleich noch lernen? Und erneut versagt, was ziemlich schlecht ist. Also das. Sir Crocodile, ja? Also Mr. Zero quasi. Ja, Crocodile ist einer der sieben Samurai. Was das bedeutet, nachdem wir hier den guten Kollegen hier kaputt gemacht haben. So, führe deine Verbindung zum Ziel und geh nach Abana. Nimm okay, wir sind jetzt also wieder beim Territoriumskampf. So, Gum-Gum, Streit-Axt, die den Boden erzählen lassen, eignen sich zum Beispiel gut gegen schwer gepanzerte Feinde. Wenn du triffst, kippen die Feinde um und du kannst ihre Lücken in der Verteidigung ausnutzen. Okay. So, aber irgendwie wurde doch da jetzt auch was wegen der Attacke hier verändert, ne? Also, warte mal. Zack, zack. Ach, keine Ahnung, was ist nicht. Okay, der war geil. Mal sehen, wo denn überhaupt unsere ganzen Verbündeten sind. Also da ist Sanji, da ist ein Anführer, den machen wir schon mal weg. Einmal die Bazooka. Los, komm, Junge. Zack. Der war kurzerhand verwirrt. Darum haben wir den mal schnell kaputt gehauen. Gar kein Problem. So, weiter geht's. Weiter geht's. Hier, immer schön schnetzeln, Leute. Ja, Sir Crocodile, einer der sieben Samurai. Was das bedeutet, das wird im späteren Verlauf der Geschichte sehr viel klarer. So, Sanji und Nami brauchen jetzt meine Hilfe. Gar kein Problem, helfen wir ja gerne weiter. Erstmal kurz hier die Schilde weghauen. So, eroberte Territorium E und retten Nami.
Sehr gern, sehr gern, sehr gern. So, der Anführer ist weg. Jetzt müssen wir hier noch Territorium eh weiter einnehmen. Oder der Offizier ist jedenfalls weg. Ja, der ist auch weg. So, guck mal, was wir hier noch so haben. Nehmen wir mal die hier. Zap, die ja schön Flächenschaden nochmal reinhaut. Auch sehr, sehr schön. Ah, okay, ich kann mit meiner Ausweichattacke auch noch durchaus mal Kombis reinhauen. Sehr geil, dass man das... Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht. Okay, also der Anführer, der muss noch kalt gemacht werden. Moment. Die Bum-Bum Axt einmal. Und jetzt muss nochmal die Bazooka damit rein. Komm mal her. Oder Sanji macht ihn einfach kalt. Okay, das möchte ich mir gönnen. So, Nami und Sanji bewegen sich auf das Ziel zu. Das ist schon mal schön. Es kommen da hinten schon welche, das sehe ich doch. Meine Verteidigung ist übrigens gestiegen. Oh. Bäm, Jungs. So läuft's nämlich. So, das waren die schweren Gegner, die wir mit ein paar guten Attacken kaputt gehauen haben. Chopper ist jetzt auch mit von der von der Partie. Damit haben wir jetzt ein paar Kollegen mit dabei. Sehr schön. So, Territorium B muss eingenommen werden. Jetzt kommen eben verstärkt die gepanzerten Gegner, auf die wir ja schon vorher freundlicherweise hingewiesen wurden. So, kommen Bazooka. Nee, ihr kriegt mich sowieso nicht. Oh, jetzt kommen noch Marinesoldaten mit dazu, auch schön. Mit den doofen Gewehren. Meine Güte. Mann, die Nerven teilweise auch so unglaublich. Levelaufstieg. Los geht's. Haben wir jetzt gleich mit Territorium B? Ja, nee. Warum dauert das denn so lange? Ah, das ist der Anführer. Okay, alles klar. So, der Anführer gibt jetzt erstmal gleich hier ein ordentliches Stößchen. Zack, da ist der schon mal gut bedient, der Junge. Jetzt ein ordentliches Kombo und dann war es das auch für den. Sehr schön. So, der Anführer ist auch weg. Meine tapfere Nakama kämpft noch immer weiter. Sehr schön. Boom, der gibt's hier, hier. Küsschen, ne? Sehr schön. Triff dich mit Zoro, der ist natürlich jetzt auch am Start. Und zwar durch dieses Tor hier. Quer hier durchs Feld rennen, los geht's. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Da hinten ist nämlich der Zoro. Oh, ja. Wie man auch schon sieht, der gibt dir nämlich ordentlich Gummi.
Zoro und Sanji sind ja so in der One Piece Crew die beiden Starken, ja, neben Ruffy natürlich. Das sind also die, die hier immer schön kämpfen und ordentlich eins auf Fressbrett verteilen. Komm schon, die Supermarine-Anführer. Der ist weg. Anführer-Territorium D ist da hinten. Der gibt jetzt auch nochmal hier, ne? Und zip, ordentlich Pfund hier. Jawoll. Trevor bewegt sich jetzt in Richtung Ziel. Na, der kommt also auch unterwegs. Ich muss sie also quasi alle jetzt, ja, was heißt, ich muss ihnen also alle helfen, dass sie irgendwie zum Ziel latschen. Das Futter, das holen wir uns mal nicht. Was sagt die Zeit? Haben wir denn noch Zeit? Wir haben, oh, wir haben gar keine Zeit mehr. Das ist ja scheiße. Und dann einmal schnell in die Mitte. Hopp, 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 hopp. Los geht's. Der Mission Start. Ja, kommt gleich. Wir müssen Lysop retten. Vorher brauche ich allerdings noch dieses Büchlein hier. Ja, Captain Lysop, an Start, gar kein Problem. So, und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es heißt One Piece Pirate Warriors. Ich freue mich auf die nächste Folge und nicht vergessen, abonnieren, kommentieren, liken oder nicht liken. Das ist hier die Frage, das überlasse ich euch, das könnt ihr entscheiden, wie es euer Herz euch sagt. Und auf Twitter twittern und so und ey, aller coole Sachen machen und den ganzen Scheiß, ne? Groß rausbringen und so weiter. Nein, Quatsch. Habt Spaß beim Zuschauen. Ich freue mich immer, wenn ich positives Feedback bekomme. Wir müssen jetzt aber Lysop retten, darum morgen wieder einschalten und wissen, wie es weitergeht. Viel Spaß noch. Tschüss.